Hallo, liebe Freunde der Bienen und der Imkerei. Unser Thema lautet Kleinwachsschmelzer-Kombi. Ich bin der Bienenfachwart des Landesverbandes Bayerischer Imker und berichte darüber, was wir uns da angeschafft haben. Es ist ein Behälter für 80 Liter und da passen zum Beispiel ca. 12 Zanderrähmchen rein. Hat einen Durchmesser von 43 cm und eine Höhe von 56 cm mit Lochblechboden für Wabenreste. Er hat einen Dampfmeister, nennt man das aufgesetzte Teil, für 230 Volt mit 2 Kilowatt Leistung, in den 5 Liter Wasser und einem 5 Liter Wassertank, der ca. 70 Minuten braucht, bis er verdampft ist. Eine Kunststoffschale mit 5 Liter ist zum Sammeln des Wachses und der Flüssigkeit auch dabei. Wie schon gesagt, ich bin der Klaus Becker und habe den Vortrag unterteilt in Teil 1 Bienenwachs aus Rähmchen gewinnen, in den Teil 2 verschmutzte Rähmchen reinigen und desinfizieren und den Teil 3 Lagern der gesäuberten Rähmchen, wie das dann weitergehen kann. Schaut man oben in den Kleinwachsschmelzer-Kombi, ist zu sehen, wie etliche Rähmchen dort hineinpassen, die im Zandermaß hier sind. Und außen ist der Behälter mit einem Teppich ummantelt, dass er nicht so stark abkühlt. So kann man die Rähmchen mit oder ohne Wachs in diesen Behälter einlagern und komplettes Wachs so gewinnen oder auch nach dem Sonnenwachsschmelzer die Rähmchen einlegen, nur um sie zu säubern. Der Behälter hat eine Abdeckhaube. Sorry. Behälter zum Beispiel auf eine Abdeckhaube einer Bienenbeute stellen, dann den Behälter mit den von den Bienen ausgebauten 14 bis 16 Rähmchen füllen. Und weiter geht es mit der Sache. Oben in dem Dampfmeister 5 Liter kaltes Wasser oder auch warmes Wasser einfüllen und mit 220 Volt Strom circa 10 Minuten warten, bis der heiße Dampf kommt. Achtung, es besteht Verbrühungsgefahr, deshalb mit Geduld und Zeit an die Sache rangehen. Circa 10 Minuten dauert es, bis es dampft. Alle 15 Minuten können neue Waben eingeschoben werden. Der Wasserstand im Dampfmeister darf nicht zu weit sinken, damit da die Heizleistung oder die Heizspirale nicht durchbrennt. Bienenwachs mit dem noch fleißigen Wasser, mit dem noch heißen Wasser in die Kunststoffschale fließen lassen und dort auffangen. Bienenwachs mit dem noch heißen Wasser etwas abkühlen lassen, dann kaltes Wasser zugeben. Wachs an der Seite später reinigen. Die noch gedrahteten, zum Beispiel aus dem Sonnenwachsschmelzer leicht verschmutzten Rähmchen, wie bei Teil 1 im Behälter mit heißem Dampf reinigen.
Rähmchen, die sie verschmutzt sind, wurden so gereinigt und desinfiziert. Wer denkt, dass man da auch das Varroa-Gitter einlegen könnte, um es zu reinigen? Es ist zwar wachsfrei, aber kurz und krumm und schief geworden. Also das ist keine gute Idee. Macht das möglichst nicht. Die gereinigten Rähmchen kommen in den Keller, werden dort aufgehängt zum Trocknen und man wartet bis zum nächsten Einsatz im Frühjahr, dass die Rähmchen dann verwendet werden können. Zusammenfassung: Teil 1: Bienenwachs aus Rähmchen gewinnen. Das haben wir besprochen, wie einfach das geht, egal ob die Rähmchen ausgebautes Waben noch haben oder ob die Rähmchen vorher im Sonnenwachsschmelzer waren. Die verschmutzten Rähmchen kann man so reinigen und so desinfizieren. Und die Rähmchen, wie sie gelagert wird, haben Sie auch gesehen. Das ist schon fast alles, was da gemacht werden kann. Mit dem Kleinwachsschmelzer können wir sauberes Bienenwachs ernten und die Rähmchen weiterhin nutzen. Wir hoffen auf eine gute Überwinterung unserer Bienen. Schon bald sollte eine Honigernte in den Bienenvölkern sein. Noch immer sollte eine Honigernte im Keller stehen und mindestens eine Honigernte bereits auf dem Sparbuch der Bank oder Sparkasse. Das wünsche ich Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Klaus Becker. Danke.